Das stimmt, ich hatte irgendwas zu erledigen hier. Was denn so? Ich will den Penner hier aus meiner Party raus haben. Ja, weg mit ihm. Was bisher geschah. Ulbrich hat in der Arena von Victor Skuul einen großen Sieg errungen und Gustav, den schwarzen Ritter, in einem epischen Kampf besiegt. Gustav erzählte die Geschichte von Erhards Vergangenheit, eine Geschichte über ein verlorenes Zuhause, während ein König tatenlos zusah und darüber, wie Erhard diesem König Rache schwor. Trugst du dein Schwert um der Rache willen, alter Freund? Wofür kämpfst du nun, wo dein Durst nach Rache gestillt wurde? Hast auch du deinen Lebenszweck verloren? Dies waren die Fragen, auf die Ulbrich Antworten suchte. Antworten, die er nur finden würde, wenn es zum Kampf kam. Und so kam Ulbrich nach Quellborn. Whoa. Erhard ist nun irgendwo in dieser Stadt. Am besten frage ich erstmal ein paar Leute. Mit Bewohnern reden. Lieber nicht, die sind gruselig. Hello. Willkommen im Oasendorf Quellborn. War ich hier schon mal? Weil das kommt mir nicht so vor, als wäre ich hier schon mal gewesen. Warum kann ich dich nicht ansprechen? Hello. Dörfler. Rin, 26. Eine Frau, die zusammen mit ihrem Mann, dem Schnapshändler, in dieser Stadt lebt. Ursprünglich aus einer anderen Region stammend, verabscheute sie das Wüstenklima zuerst, erfreut sich mittlerweile aber am beständigen Sonnenschein. Das Einzige, woran sie sich bisher nicht gewöhnen konnte, ist die Atmosphäre im Wirtshaus. Ein verborgenes Objekt. Very interesting. Pelzkappe wird sie in der Wüste bestimmt nicht vermissen. Da bin ich mir relativ sure, bin ich mir da. Nee, ich muss ja irgendwann mal den Kopf reingesteckt haben und nie wieder nachgesehen haben, wo ich eigentlich bin. Ich kann aber auch kaum mit jemandem reden, hier habe ich den Eindruck. Also ein Statisten. Meins. Schlafkraut, ja. Ja. Ja, ich nehme einfach mal alles mit, weil wir wissen ja jetzt, irgendwann brauchen wir es in einem Kampf. Zeig mal, Cyrus, was ist das für einer? Respektabler Soldat, 39. Ein äußerst ernsthafter und hingebungsvoller Soldat, obwohl seine vorsichtige und überlegte Art oft ziemlich unflexibel macht. Aha. Es fällt ihm schwer, sich auf das Naheliegende zu konzentrieren und schätzt Situationen manchmal falsch ein. Das könnte ja ich sein. Hi ho! Nein, der ist viel zu enthusiastisch. Einer unserer Späher hat kürzlich draußen in dem Treibsandhöhlen eine riesige Schlange entdeckt. Aber keiner wollte den armen Kerl glauben. Also ging er noch einmal alleine in die Höhlen, um es uns zu beweisen. Und naja, falls es tatsächlich so ein Tier geben sollte, ist er jetzt wahrscheinlich gefressen worden. Wir sollten es natürlich erlegen. Solche Monstrum dürfen wir nicht umherstreuen lassen. Aha. Wo nochmal? Hi ho! Da, leck mich, Treibsand. Hi ho! Sag doch mal zumindest, welche Richtung. Blödian. Hell.
Ich bin den ganzen Weg von Stichni hoch im Norden bis hierher gekommen, um meinen Gaumen mit süßen Leckereien zu verwöhnen. Ich hatte gehofft, meine Küche mit den Datteln veredeln zu können, die hier verkauft werden. Aber angeblich jeder Mahlzeit eine köstliche Süße zu verleihen. Nochmal. Ich hatte gehofft, meine Küche mit den Datteln veredeln zu können, die hier verkauft werden und angeblich jeder Mahlzeit eine köstliche Süße verleihen. Aber die Datteln, die ich probiert habe, die haben einen unleugbaren Nachgeschmack, der diese Wirkung zunichte macht. Irgendwo auf der Welt muss es doch einen perfekten Süßstoff geben, der ohne Makel die Züge verwöhnt. Rote Beete. Ja, komm, gib her. Guck mal, habe ich gefunden. Etwas Neues zu probieren? Das nehme ich gern. Vielen Dank. Warte mal. Ich habe dich noch nicht ausgenommen. Scheiße. Schmeckt vielversprechend. Das ist wirklich eine reine, unverfälschte Süße. Aber warum? Sie sieht so aus wie eine gewöhnliche Rübe. Was sagt ihr? Die Rübe stammt aus meiner Heimat? Stillschnee? Ha, das ist es. Das muss an der dortigen Kälte liegen. Durch sie produzieren die Rüben im Wachstum mehr Zucker. Bei diesem Zuckergehalt sollte es möglich sein, die Wurzeln zu pressen und einen süßen Saft zu erhalten. Na, manchmal muss man durch die ganze Welt reisen, um festzustellen, dass eine Sache, die man sucht, die ganze Zeit vor der eigenen Haustür überfand. Idiot, das ist immer so. Was bin ich denn für ein Feinschmecker? Die perfekte Süße zu übersehen, direkt vor meiner Nase. Ich muss wirklich noch viel lernen. Ich hätte Lust auf eine neue Reise, aber dieses Mal mit offenen Augen für die Schätze der Natur um mich herum. Vielen Dank, dass ihr mir den Geschmack einer völlig neuen Welt gezeigt habt. Ah, Feinschmeckerzauber. Warum auch immer. Naschkatze 32. Schneezucker. Aha. Dieser Süßstoff wird aus natürlichem Rübenzucker gewonnen. Dank seiner lockeren schneeähnlichen Struktur schmilzt er sehr leicht. Um Gerichten eine feine und liebliche Süße zu verleihen, genügt schon eine einzige Prise. Darüber hinaus wird er auch als geheime Zutat in vielen Speisen verwendet. Aber das haben wir ihm doch eben erst. Das ist ja mal egal. Rotkäppchen. Rotkäppchen Ria, Alter 20. Diese bezaubernde Frau, voll angeborener Anmut und Schönheit, gerät bei ihrer Reise durch das Sonnenland immer wieder in Schwierigkeiten. Da sollte ich sie mitnehmen. Oh. Das ist äußerst beunruhigend. Wirklich äußerst beunruhigend. Hey du! Dich kenne ich doch. Hello to you. Du hattest mir doch in Sonnenstadt geholfen. Ich heiße Ria. Du hattest mich vor einem Schurken gerettet, erinnerst du dich? Offen gesagt nicht mehr so richtig. Meine Probleme haben sich seitdem unablässig fortgesetzt, fürchte ich. Ein Dieb hat sich in mein Zimmer im Gasthaus geschlichen und mir etwas gestohlen, das sehr wertvoll war. Zu meinem Besitzer gehört ein bestimmter Brief. Und ohne diesen Brief? Nein, ich darf nicht einmal daran denken. Tut mir leid, das ist gerade alles sehr verlockend, was du in deiner Tasche hast. Das ist ja nicht der Brief. Ich werde den Brief schon zurückbringen. Die Frage wird nur sein, welcher Halunke hat es gewagt, dieses liebliche Weib zu bestehlen? Ich werde ihn finden und richten. Es gibt immer wieder Berichte von Echsenmenschen am Rand der Sie mögen Monster sein, aber sie verwenden Werkzeug und Waffen. Sie gehen in ihren Kämpfen sogar strategisch vor. Wenn euch euer Leben lieb ist, haltet euch von den Höhlen nahe der Ruine fern. Aber das ist mein Volk, ich will dahin. Da! Lasst mich zu den Spaltzungen, sofort! No. Hier treffen sich die Wachleute, wenn ihnen...
Wenn ihr hier nichts zu tun habt, wäre ich euch dankbar, wenn ihr verschwindet. Oh, ich habe hier eine Menge zu tun. Eine ganze Menge. Das wird bestimmt nicht vermissen. Wache 36. Eine Wache in Quellborn stationiert. Aha. Eine Wache in Stellborn stationiert. Quellborn. Bah. Er achtet seinem Hauptmann dafür, dass er Tag und Nacht Wache steht, während er gleichzeitig Befehle an die Frontlinien erteilt, wenn nötig. Allerdings verübelt er ihm dessen Schwäche für Schnaps. Müheloses Herausfordern. So, will ich das? Warum soll ich das wollen? Nee, was braucht denn eine Waffe? Wache 29, eine Wache aus Marsalim. Er respektiert seinen Hauptmann dafür, so viele Soldaten aus dem ganzen Land zu einer Truppe zusammengeschweißt zu haben. Allerdings verübelt er dessen Schwäche für den Schnaps. Oh Leute! Dass ihr alle hier mit euren Schnaps habt. Ist die Aufgabe von uns Wachen, Quellborn zu schützen. Das ist gut für dich. Sollten wir auch nicht zurückschlagen. Boah, dann bestätige ich dich halt erst, bevor ich gucke, wer du bist. Ich dachte hier Höflichkeit, aber wenn du so ein... Denn nicht? Wache 38, verborgenes Objekt. Das will ich mir aber sowas von krallen. Eine Wache, die dieses Land unter dem Kommando von Captain Bale beschützt. Oder Bale, je nachdem. Er achtet die Fähigkeit des Captain, Mitgefühl ihnen zu haben, Schwäche zu zeigen, während er groß war. Blick, ich verübe Captain, dessen Schwäche für den Schnaps. Neuer Schnaps verfügbar, ich meine Schatz. Wer bist denn du? Bist du der Captain? Harte Nuss ist er auf jeden Fall. Naja, es ist der Captain. Sind wir uns schon mal begegnet? Er erinnert mich an jemanden, den ich einst kannte. Cyrus, ist er gerade besoffen oder eher nicht so? Mann, sind die alle zickig. 44. Bale. Der Hauptmann der Wachen, die in Quellborn stationiert sind. Die Stadt ist eine wichtige Basis entlang der Handelsrouten rund um die riesige Oase. In Ausübung seiner Pflicht hält er ständig nach Gefahren Ausschau, die von den zahllosen Menschen und Monstern ausgehen, die von dem lebendigen Handelszentrum angezogen werden. Aha. Steht überall, sind Schätze verfügbar, aber ich sehe keine. Schwerer Münzbeutel immer gerne. Nö, gerade nicht. Später vielleicht. Noch ein schwerer Münzbeutel. Donnerseele Stein. Wache 39. Dieser Mann bewacht einen kleinen Schwarzmarkt, wo sich viele exzentrische Händler versammeln. Aha. Die Art, wie diese ihre Waren hegen und pflegen, verursacht ihm Unwohlsein. Im Allgemeinen versucht er also Abstand vom Markt zu halten. Ich hab mich einfach nicht unter Kontrolle. Not so. Einen Augenblick. Ohne Einleitung seid ihr hier drin nicht willkommen. Er weiß aber, wer da gleich reingehen wird. Ich nehme mal das Fenster. Gleich ist gut, wenn wir vielleicht zu Firions Quest gehören, oder?
Könnt ihr mir helfen? Ich suche einen Mann namens Erhard. Erhard? Dann sucht ihr den Schwertkämpfer. Eben diesen. Kennt ihr ihn? Ja, und ich kenne ihn gut. Das tun wir alle, denn wir stehen tief in seiner Schuld. Warum dies? Ihr steht in seiner Schulde. Ja, seht ihr, diese Stadt wird von verdammten Echsenmenschen heimgesucht. Aha. Früher sind sie nur durch ihre Höhlen geschlichen und haben uns in Ruhe gelassen. Doch dann haben sie damit begonnen, Reisenden aufzulauern. Mhm. Eine schöne Bescherung war das, bis Erhard kam und begann, sich um sie zu kümmern. Hat er das zufällig gemacht, während alles auftauchte, oder nicht? Wow. Und wo ist er jetzt? Das kann ich euch nicht sagen. Auf der Straße ist er nicht aufzusehen. Das ist äußerst hilfreich, du Penner. Gramercy. Ich verstehe. Danke für eure Hilfe. Und nun zur Seite. Ich muss das Innere dieses Hauses inspizieren. Man merkt, ich bin in der Handelsstadt. Warum war Tracy noch nicht? Da war Tracy schon mal. Nee, oder? Oder doch? Weiß nicht. Dörfler, 22. Ein doppelzüngiger Mann, der die Menschen der Stadt oft um kleine Geldsummen betrügt. Er wettet mit betrunkenen Soldaten oder Menschen, die schwach erscheinen. Mit seinen Betrügereien mehrt er stetig seinen Reichtum. Na, ganz gut, dass ich ihn abgenommen habe. Bah, ist mir zu teuer hier. Hier. Dahin. Ey, Wirt, mach mal ganz. Viertausend ist ein Witz, würde ich mal so behaupten. Rotkäppchen kann ich gleich ausnehmen. Probier jetzt gleich. Machen wir ihn jetzt leichter aus. Well met. Entschuldigt, meine Dame, kennt ihr einen Mann namens Erhard? Wieder so einer. I'm pretty sure. Erhard, ich nehme an, ihr sprecht von dem Schwertkämpfer? Just so. Das sollte er sein. Vor einer Weile hat er eine Handelskarawane vollen Fängen der Echsenmenschen bewahrt und sie wohlbehalten in die Stadt geleitet. In dieser Gegend ist er eine Art Held, allerdings habe ich ihn noch nie selbst zu Gesicht bekommen. Well. Habt ihr eine Idee, wo ich ihn vielleicht finden könnte? Schwer zu sagen. Er lässt sich in der Stadt nicht oft blicken. Nun denn, das ist bedauerlich. Trotzdem, vielen Dank. Wahrscheinlich hängt er mit den Echsenmenschen ab. Deswegen ich Olberich gleich noch mehr hassen werde. Dörfterin 25. Eine Frau, die im Gasthaus der Stadt arbeitet. Für gewöhnlich serviert sie den Soldaten dort Essen, was sie an den meisten Tagen ziemlich auf Trab hält. Also kein geheimes, bösartiges, übermenschliches Wesen. Wir sind Soldaten, oder? Servier uns mal das Essen. Ich hab mal so Potenzmittel als dabei.
Wer weiß, was die denn noch alles serviert. Wisst ihr, wie glücklich ihr euch schätzen könnt? Nein. Zufällig besitze ich etwas an meinem, etwas sehr Seltenes, das mir verkauft wurde. Interessiert? Es wäre dumm von euch, wenn nicht. Versiegelter Briefumschlag, das ist doch ganz. Das nehme ich. Fahrender Händler 33. Der Mann nennt sich ein reisender Händler. Er hat bekannte Waren aus anderen Regionen in seinem Lager, aber wenn man ihn fragt, wo er sie herbekommt, lächelt er nur. Ah ja. Guck mal hier, dein Brief. Oh mein. Ach du. Du hast den Brief gefunden. Ich kann dir gar nicht sagen, wie wichtig er mir ist. Meins. Ich bin nur fassungslos, dass bei mir eingebrochen wurde. Wie konnte ich nur so unachtsam sein? Sag mal, welchen Eindruck haben die Städte hier in so einem Land auf dich gemacht? Viel zu heiß, viel zu wenig Sonnenschutz und viel zu halsabschneiderisch. Große Teile der Wüste sind unbewohnbar. Und doch arbeiten die Menschen zusammen, um überleben zu können. Selbst hier. Naja, nicht so wirklich, habe ich den Eindruck. Diese Gegend ist schon seit Urzeiten die Heimat vieler unterschiedlicher Stämme. König Kalim ist der Anführer eines dieser Stämme. Er ist nur König, weil er das Vertrauen der anderen Stammesführer gewinnen konnte. Einvernehmlich wurde er bei der großen Versammlung aus ihrer Mitte gewählt. Seither pflegen die Stämme einen freundschaftlichen Umgang miteinander. Obwohl, es scheint, dass es einige gibt, denen solch ein Frieden zu langweilig ist. Aber verzeiht, irgendwie schwafe ich immer über meine Sorgen, wenn ich mit dir rede. Trotzdem hoffe ich, dass wir uns irgendwann wiedersehen. Tschüss. Whatever. Fängt ihr einfach an zu reden und hört nicht mehr auf. Well met. Entschuldigt. Kennt ihr einen Mann namens Erhard? Hm? Ei. Meint ihr den harten Kerl mit dem Schwert? Klar, den kennt jeder hier. Er hat unsere Stadt vor diesen gottverdammten Echsenmenschen beschützt, als sie versuchten, über uns herzufallen. Manche sehen in ihm unseren Retter. Und von mir werdet ihr sicher nichts anderes hören. Well. Habt ihr eine Idee, wo ich ihn vielleicht finden könnte? Ich fürchte, das weiß ich nicht. Um die Wahrheit zu sagen, lässt er sich hier nicht oft blicken. I think. Tatsächlich. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Hilfe. Hold it! Ey! Dort! Halt! Was? Geh weg. Wenn es euch nicht ausmacht, Herr, hätten wir ein paar Fragen. Hm? Worum geht es denn? Seid ihr derjenige, der durch die Stadt läuft und die Bürger mit Fragen zu Fürst Erhard belästigt? Eben jener bin ich.
I see. Ich habe nach ihm gefragt. Würdet ihr uns vielleicht erklären, warum? Das könnte ich Ihnen nur sagen. Ich möchte ungern lügen, aber nach allem, was die Stadtbewohner mir gesagt haben, ist Erd hier eine wahrhaftige Legende. Was würden Sie wohl denken, wenn Sie wüssten, dass ich einen Groll gegen Ihren Retter und Helden hege? Musst du ihn ja nicht sagen. Sag, ihr seid eine Freundin und wird sie wiedersehen. Hat er solche Sprache verschlagen, Herr? Wir könnten auch irgendwo hingehen, wo wir ungestörter sind, wenn ihr wollt. As you wish. Ja, das wäre wohl das Beste. Lasst mich vorher nur noch diesen alten Kauz ausnehmen. Was für ein Leben lebt ihr hier, Erhard? Habt ihr hier eine neue Bestimmung gefunden? Einen Grund, um zum Schwert zu greifen? Und wenn ja, wird mir das ebenfalls gelingen.